Hallo, hier bin ich wieder, euer Lance, mit Tipps und Tricks rund um GTA. Habt ihr eigentlich schon festgestellt, dass manche eurer gemoddeten Farben plötzlich durch Schwarz ersetzt wurden? Also ich war sehr erstaunt. Dieses Fahrzeug war nämlich irgendwann mal orange. Und deswegen auch dieser gelbe Glanz noch drauf. Und jetzt ist es plötzlich so ein komplettes Schwarz. Das ist etwas merkwürdig. Also wenn euch irgendein Modder oder sonst wie jetzt erzählt, er hätte eine schwarze Crewfarbe erfunden, dann kann das natürlich sein, dass er einfach aus dieser Tatsache, dass seine ganzen Fahrzeuge plötzlich schwarz geworden sind, einen Vorteil machen wollte, weil schwarz kann man nicht als Crewfarbe einstellen. Aber das war nicht das, was ich mit euch heute machen wollte. Ich will jetzt das Zeitrennen einfach schaffen. Ich habe es ja das letzte Mal aus Zeitgründen nicht fertig gemacht, habe euch nur zweimal gezeigt, wie man abkürzt. Und jetzt soll es mal einfach rund gehen. Das ist auch neu, das ein, oder? Naja, egal. So. Diesmal nehme ich aber kein Raketenfahrzeug. Weil, ich habe euch ja schon gesagt, ich da nicht so der Meister im Umgang mit bin. Und es geht los. Es ist jetzt hier wichtig, dass wir die richtige Stelle finden, um seitlich nach unten zu springen. Und dann hier durchzukommen. Dann hier die Brücke ist nochmal kritisch, dass wir da nicht stolpern. Wir fahren hier in die Lichtung ein und fallen runter. Shit. Und sind leider über die Zeit hinausgeschossen. Aber das schaffen wir doch nochmal so cool. Das war nämlich gar nicht so schlecht, glaube ich. Auf den Sturz.
Ihr müsst natürlich schon einiges riskieren bei der ganzen Sache, wenn ihr so abkürzen wollt, wie ich jetzt gerade. Das kann schnell zu einem Zusammenstoß führen. Wow, das war knapp. So, erste heikle Stelle. Zweite heikle Stelle. Wir müssen nämlich hier durch. Und wir haben es geschafft. Passt nur auf, dass ihr nicht euer Motorrad am Ende noch versenkt. Und es ist lustigerweise, dass wir diesmal wieder 52.000 bekommen. Also wann wir mal 51, wann wir mal 52 bekommen, ist für mich noch nicht ersichtlich. Sieht man auch nicht im Voraus, deswegen habe ich meine Videos teilweise etwas falsch betitelt. Wir haben, oder ich habe meine Ehrenrettung hiermit mit dem Video erfüllt. Und es soll wieder einen Glitch geben, dass man nicht mehr vom Motorrad fällt. Das werde ich euch demnächst posten. Bis dann, ciao!